Freunde, herzlich willkommen bei Rätsmann auf dem YouTube-Kanal. Heute checken wir mal ab, wie gut kenne ich eigentlich meinen Podcast Edel Talk. Kennt ihr? Wenn ihr es nicht kennt, checkt die Beschreibung ab. Podcast zusammen mit Papa Platte. Und es ist ein Kahoot-Quiz über Edel Talk. Das heißt, wir werden jetzt mal prüfen, wie gut kenne ich meinen eigenen Podcast. Wir werden natürlich auch prüfen, wie gut kennt mein Chat meinen eigenen Podcast. Und der Chat hat auch einen Grund, sich anzustrengen, denn wir werden auch ein paar Gutscheine vergiveawayen. Dementsprechend bin ich sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ich hoffe, ich blamiere mich nicht zu stark. Ihr wisst, was los ist, Freunde. Daumen hoch, Abo dalassen für weiteren geilen Content. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. 73 Leute haben wir schon, 80 Leute. Hui, das geht aber hübsch voran. Werden am Ende auch für die ersten drei Plätze oder so, werden wir auch Saturn-Online-Gutscheine, also für den Online-Shop, Gutscheine raushauen. Also ihr könnt hier auch echt viel was gewinnen, wenn ihr euch gut anstellt. Klingt wie Mediashop mit der Kahoot-Pin. Es gibt aber Hacks. Ja, aber Leute, ganz ehrlich, wenn ihr halt cheatet, dann habt ihr halt einen kleinen Pimmel. So, ganz einfach. Der war straight up ein kleinen Pimmel. Okay, Freunde. In diesem Sinne, happy Kahoot in die Runde. Und es geht los. Quiz. Welche Folge gibt es nicht? Ich kann nicht abstimmen. Hallo? Was muss ich drücken? Hä? Ich bin der Host. Ich war in massiver Panik. Ja, okay, wir machen nochmal neu, aber die Frage ist halt dann geschenkt, I guess. Alright, also wir haben hier 236 Leute drin. Ich schließe mal den Raum. Ich bin hier auch selber noch als Mitspieler drin und werde hier selber mitraten. Zeig am besten nicht, was du tippst. Aber das Ding ist, wenn ihr bei mir guckt, ihr habt doch ein 2 Sekunden Delay oder 3 Sekunden Delay. Dann habt ihr doch eh die Punkte nicht. Auf los geht's los. Good luck in die Runde. Let's go. Welche Folge gibt es nicht? Okay, das hatten wir gerade schon. Oh ne, ist eine andere. Boah, das war echt langsam. Boah, ich war echt langsam. Welche Folge gibt es nicht? Da haben wir coole Fragen. Also Schnelligkeit ist egal, aber wenn man eine Frage falsch beantwortet, ist schon peinlich eigentlich. Der Oscar geht an mich. Habe ich richtig beantwortet. 953 Punkte habe ich. Next. Welche Folge gibt es nicht? Kacke, Dämpfer, kleine Spiegel, morgen, Junge. Das. Oh, das war schnell. Das war sehr, sehr schnell. Okay. Morgen Yoga. Habe ich richtig. Gut. Sehr gut. Oh, das sind wir. Hallo, das bin ich. Auf Platz 4. Geil, oder gar. Verfolgt das Zitat. Imagine, man liest DMs, Bro. Oh mein Gott, das war schwer. Oh mein Gott, Lukas, Alter. Da hast du was Richtiges zusammengezimmert, oder? Oh mein Gott, das war actually schwer. Weil muss ja halt auch schnell sein, so man kann nicht lange überlegen. Imagine, man liest DMs, Bro. Ich sehe mir nur die Nudes an, ich lese nur Business Mails, ich lese nur Donations, meine Fans sind mir egal. Actually hat der alles gesagt, glaube ich auch mal. Habe ich es richtig? Oh nein, ich hab's falsch. Ich lese nur Donations, hat er gesagt. Mann, fuck. Ah, da bin ich raus aus dem Treppchen. Raus aus dem Treppchen bin ich da. Fuck. Okay, weiter geht's. Welche Folge gibt es nicht? Okay. Das hatten wir vorher schon. In einem missglückten Versuch von vorher kam diese Frage schon mal vor, deswegen sollten es alle sehr, sehr schnell haben eigentlich. Okay, die Leute, die es falsch haben, halt, GG. Die waren vorher anscheinend nicht dabei. Oh, das sind actually die Bots dann. Weiter. Dion hat einen Gastpart bei Edel Talk. Das war schon... Oh, geiles Bild von Dion rausgesucht. Nice. Oh, viele Leute kennen das nicht. Das war die Folge... Dion war von Beauty and the Nerd. Und den hatten wir zu Gast. Die Folge heißt, glaube ich, der große Beauty and the Nerd Talk mit Dion. Er hat auch so ein bisschen verraten, wie ist es beim Casting und so. War ganz interessant eigentlich. Held der Steine hat einen Gastpart bei Edel Talk. Leute, das müsst ihr wissen. Held der Steine... Okay, das wissen schon mehr. Die Folge war neuer. Ich wusste, ich habe das falsch aussehen angelegt. Ja gut, geil, ja. Da brauchst du vielleicht professionelle Hilfe. Oh Mann, ich will ins Treppchen wieder rein. Ha, die eine falsche Frage hat mir das Genick gebrochen. Welche Folge gibt es nicht? Ich glaube, ich war relativ schnell. Oha! Oha, aber Universumslampe hast du wenigstens. Oh, okay. Habe ich richtig. Da habe ich mir gut reingeholt. Vielleicht schaffe ich es aufs Treppchen. Ja, da sind wir. Schenke ich mir selber einen Gutschein dann. True or false? Travis hat einen Gastpart bei Edel Talk. Boah, da habe ich mich verklickt. Ich wäre noch schneller gewesen. Ja, gut, das ist natürlich auch so ein Meme. Das Bild. Das ist natürlich auch so ein Meme.
viele sagen, Mann, kommt Trimax, kommt Trimax. Ich kann dazu nur sagen, wir werden in nächster Zeit auch mal mehr Gäste haben und der wird auf jeden Fall, wenn Trimax Lust hat und kommen möchte, wird er auf jeden Fall auch gerne eingeladen sein, natürlich von unserer Seite aus, klar. Okay, ich glaube, actually 11 Leute Bots oder haben sich verklickt. Ich habe mich wirklich wie James Bond gefühlt, Dieter Bohlen gefühlt, die Oma auf der Straße gefühlt. James Bond, glaube ich. Oder wie Henke gefühlt. Nee, oder oh, vielleicht habe ich gesagt wie Henke. Weiß ich nicht, ich habe ja nicht auf Mädchen-WG reacted eigentlich. Oh mein Gott, okay. Saved. Saved. Ja, aber so also alles, außer Grün. Grün ist ein bisschen eine Weird-Champ-Antwort, aber alle anderen wären so auch sehr plausibel. Okay, wir halten uns wacker. Verfolgter des Seyad, der kleine Jarak, auch von mir, soll die Fresse halten zur Bildkünste. Ja, hier, hahaha. Nein, ich bin im falschen Fenster. Oh mein Gott, ich war im falschen Fenster. Ich war im falschen Fenster und oh mein Gott. Es war zwar richtig, aber ich war im falschen Fenster einfach. Ich Dummkopf. Letzte Frage, glaube ich, wenn ich es richtig sehe. Die Loser-Phase bei Kevin. Also dieser Ball. Das ist ein Bild, was zur Loser-Phase auch gut passt. No front. Jetzt schauen wir mal. Podium. Ich bin Dritter. Okay. Relaxo. Zweiter. Und Lukas Erster. Ist natürlich ein bisschen blöd, weil, naja, zwei von den Personen hier können keinen Gutschein bekommen. Also Relaxo, du kriegst auf jeden Fall einen Gutschein. Und Sunny, To und Lauzi, ihr beide, geht zählt an euch auf jeden Fall, an euch drei. Dann würde ich aber sagen, weil ich so ein großes Herz habe, gebe ich meinem Cutter Lukas, der auch dieses schöne Quiz hier gemacht hat, vielen Dank, natürlich auch einen Gutschein ab. Und nachher meinen anderen Cutter Markus gebe ich auch einen kleinen Gutschein. Habe ich mich gerade entschieden, weil ich so ein großes Herz habe, oder? Und weil die Boys sich hier immer so eine große Mühe machen. GZ auf jeden Fall an euch, Chat. Ich bin sehr zufrieden mit mir selber. Nur eine Frage falsch. Kann passieren. Dritter Platz ist okay für meinen eigenen Podcast. Ist okay, damit kann ich leben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es so war, Leute, ihr wisst, Daumen hoch und abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich küsse eure Herzen. Ciao.